Hi, ich bin Amelie, ich bin 20 Jahre alt und momentan im dritten Jahr meiner Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Nebenbei studiere ich Pflege und ich habe in meiner Ausbildung insgesamt 12 Stationen, auf denen ich eingesetzt bin. Und ich werde jetzt nächstes Jahr im Oktober mein Examen machen und bin dann fertige Gesundheits- und Krankenpflegerin. Ich habe mich für die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin hier am Klinikum der LMU entschieden, weil mich der nahe und intensive Menschenkontakt einfach total reizt. Und ich denke, den hat man in dem Beruf wie in keinem anderen. Und außerdem bringe ich auch ein medizinisches Interesse mit. Also ich habe mich schon immer so für die Biologie und den Menschen an sich interessiert. Am besten an meinem Beruf gefällt mir, dass ich am Ende vom Tag nach Hause gehe und weiß, dass ich meine Arbeit erledigt habe und dass ich auch weiß, was ich alles geschafft habe. Und die Rückmeldung bekomme ich letztendlich auch immer von Patienten, die mir dann sagen, hey, danke, dass du da warst und dass du dich so gut um mich gekümmert hast. Und das gibt mir letztendlich auch total viel zurück, wenn ich merke, meine Patienten sind gut versorgt und sie fühlen sich wohl. Und außerdem finde ich auch, dass obwohl die Patienten einfach in einer ganz schwierigen Situation sind, weil sie vielleicht schwer krank sind, dass man trotzdem zusammen sehr viel Spaß haben kann. Und das ist, denke ich, das Wichtigste an der Arbeit. Was ich allen, die mit dem Gedanken spielen, die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu beginnen, mit auf den Weg geben möchte, ist, dass der Beruf der Pflege aus meiner Sicht ein ganz toller Beruf ist und einem sehr viel zurückgibt, dass man aber auf jeden Fall Interesse an anderen Menschen braucht. Das ist ganz wichtig, weil du tagtäglich nur mit Menschen letztendlich arbeitest. Und ich denke, dass es auch wichtig ist, dass man kein Alleingänger ist, sondern dass man einfach Interesse an einer interdisziplinären Zusammenarbeit hat. Und wichtig ist auch, dass man eine Offenheit gegenüber unbekannten Situationen mitbringt. Also man erlebt einfach viel, was man im privaten Umfeld jetzt vielleicht nicht erlebt und demgegenüber muss man offen sein und auch bereit sein, sich den Situationen zu stellen. Ich nehme an der Pflegekampagne der Stadt München teil, weil ich schön fände, wenn sich wieder mehr Leute dazu entscheiden würden, die Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger oder zur Gesundheits- und Krankenpflegerin zu beginnen und weil ich den Pflegeberuf auch einfach nach außen präsentieren möchte und zeigen möchte, was für schöne Momente wir eigentlich erleben. Und zudem glaube ich, dass sich die Arbeitsbedingungen ändern müssen, weil die Menschen einfach in Zukunft immer älter werden und wir dafür mehr Pflegekräfte brauchen, die sich um die Patienten kümmern können.